noch. Ich bin hier, Schlampi. Ihr wisst, dass ihr nicht gewinnen könnt. Ich habe sie wohl verscheucht. Ihr könnt euch nur verstecken. Ich bin schlimmer wie der Tod. Lautlos, unsichtbar. Und tödlich. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nicht wirklich. Wenn ich hier unten erwischt werde, bin ich sowieso tot. Die sind alle essentiell übrigens. Nur mal so kleiner Tipp. Naja, nicht alle sind essentiell, aber die meisten davon sind essentiell. Der hier zum Beispiel ist essentiell. Den haben wir gerade umgelegt. Da hinten hockt noch eine. Jetzt duckt die blöde Kuh sich auch noch. Hallo. Also gut, dann nehmen die hier. Ich hab doch gar kein Problem mit. Salonia und wieder aufgeladen, die Energie. Deswegen macht das irgendwie keinen Sinn. Oh, was haben wir denn hier? Nicht. Gar nichts. Ersatz mit X, das war wohl nix. Glaube ich dir jetzt nicht, aber passt schon. Da ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ja, einen Pfeil im Kopf stecken. Was war das? Mohamomo. Sind die Alte? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Die laufen hier rum wie die aufgeschreckten Hühner. Die Witterung ist verschwunden. Nein, ehrlich. Das muss an meinem neuen Deo liegen.
24 Stunden. Der Tod lässt schön grüßen. Er liegt dir schon zu Füßen. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt einfach mal. Besser andere als ich. Oh, was ist passiert? Eine Schande ist das. Echt? Es ist auch eine Schande, ehrlich. Man glaubt das kaum, nicht wahr? So eine Schande aber auch. Da kannst du reinblasen, was du willst in den Lappen hier. Ich habe genug Pfeile, in denen ich kann den zum Igel machen, wenn ich Lust und Laune habe. Jeder Schuss hat Treffer, das sieht aus wie ein Igel. Was war das? Das war der Tod. Ich wurde entdeckt. Nein, ich bin verloren. Ihr könnt mir gar nichts anhaben, ihr Hühner. Schon gemerkt? Ich habe mich gerade infiziert, aber passt schon. Ja. Ihr scheint das Geschenk verloren zu haben, das Fürst Harkon euch gegeben hat. Echt? Ihr müsst ihm sofort sagen. Hoffentlich wird er großzügig sein und euch wieder zu einem von uns machen. Vielleicht aber auch nicht. Aha! Seht an! Es hat mich gekitzelt! Jemand hat angegriffen! Ups. Ich kann keine Waffen mehr. Also gut, dann. Für die sichere Rückkehr meiner Tochter. Ja, das hatten wir vorhin schon nochmal. Wie heißt ihr? Hier zuerst. Nun gut. Ich bin Harkon, Fürst dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind. Mir ist es egal, wer ihr seid. Vielleicht solltet ihr das. Zu den Mitgliedern meines Hofes zählen einige der ältesten und mächtigsten Vampire von Himmelsrand. Jesus, so voll tot sind. Wir lebten hier jahrhundertelang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutete. Und was geschieht jetzt? Ihr habt mir einen großartigen Dienst erwiesen. Und nun müsst ihr eine Belohnung erhalten. Wir müssen. Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist. Ich biete euch mein Blut an. Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod nie mehr fürchten. Für mich persönlich ist es eher eine, wie soll ich sagen, eine Bestrafung, dass er mich jetzt so seinesgleichen macht. Das ist doch kein, das ist doch, das,
Das ist doch keine Belohnung. Das ist wie 100, wie 1000 Jahre Knast. Ich darf nicht mal am Dark raus, weil ich dann hier... Ich kann mich nur noch im Dunkeln bewegen. Nee, wenn ich euer Geschenk ablehne... Dann werdet ihr Beute sein. Ja, ja, tu mich auch. Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht. Könnt ihr das Ganze vielleicht... Nun trefft eure Entscheidung. Ich möchte kein Vampir werden. So sei es. Gut, kann ich jetzt los? Ihr seid Beute, wie alle Sterblichen. Weg mit euch. Endlich. Wir werden uns wiedersehen, mein Freund. Das verspreche ich dir. Ja, ich fühle mich beschissen, aber trotzdem wohl. Haben wir uns da nicht angesteckt? Nur um sicher zu gehen. Nein? Gut. Machen wir hier schnell reisen. Gehen wir zurück zur Dämmerwacht, sagen wir Isran Bescheid. Und was wir jetzt machen müssen. Ach, dieses... Landkarte, ne? Naja, okay, das geht noch. Möchte ich nach Dämmerwacht reisen? Ja, möchte ich gerne. Ich habe zwar keine Lust, aber... Wir müssen. Guck mal, ein Talmor. Die gleichen Hoten. Die Talmor, diese komischen Vögel, diese komischen... Genauso eingebildet und genauso bescheuert wie die Vampire hier. Die Dinosaurier waren übrigens auch mächtig und groß. Jetzt sind sie tot. Ja. Man glaubt gar nicht, wie schnell sowas gehen kann. Ui, geht's denn dahin? Naja, wurscht. Kommen wir später noch. Hier gibt's noch ein paar Höhlen, die man besuchen kann. Hier in dem, wie man auch immer das Teil nennen mag. Wir fragen gar nicht erst, wir nehmen alles mit. Ich muss dann warten, bis das Schild aus ist, weil das nervt ein bisschen beim Quatschen. Hoffentlich geht das bald aus, ey. Obwohl, lass uns erst in das Schloss reingehen. Ich möchte mich nicht zwischen Tür und Angel unterhalten. Auf der Treppe. Ah, noch. Seht euch das an. Ich hätte wissen müssen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bevor sie uns finden würden. Das ist der Preis, den wir für unsere großzügige Rekrutierungspolitik zahlen. Wir müssen unsere Verteidigungslinien verstärken. Nicht unbedingt. Das ist der Preis, den wir für unsere großzügige Rekrutierungspolitik... Ich habe Neuigkeiten, sagen. Aber keine guten. Natürlich. Warum habe ich etwas anderes angenommen? Na gut, sagt mir, was ihr wisst. Die Vampire haben nach einer Frau gesucht, die in der Trüphöhle angeschlossen war. Eine Frau, da drinnen gefangen. Das ergibt keinen Doch. Sinn. Wer ist sie? Und viel wichtiger, wo ist sie? Noch ergibt es keinen Sinn. Sie wollte zurück, sie ist die Tochter eines mächtigen Vampirfürsten. Sie wollte zurück nach Hause und so habe ich sie zur Burg gebracht. Sie ist die Tochter eines mächtigen Vampirfürsten. Und so habt ihr sie ihnen zurückgebracht? Sie haben ebenfalls eine Schriftrolle der Alten. Sie.